Servus meine Friends, willkommen zu einem neuen Video zu Kingdom Dora 96. Ja, heute geht es um mein Weihnachtsspecial Part 1. Da werde ich immer verschiedene Videos anzeigen, die in den Laufe der Jahre gemacht worden sind. Und ich wünsche Ihnen einen frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Und viel Spaß bei den Videos. Viel Spaß. Was nimmt mir da am besten? Müsste ich doch unter meinen Dingens gehen. Schauen wir mal den neuen Trailer an von Dark Phoenix. Auf Japanisch. Der soll wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. You didn't come here looking for answers. You came here looking for permission. She's all pain, rage, all coming out at once. I'm sorry, I didn't stop it sooner. You're always sorry, Charles. And there's always a speech. They can't comprehend what you are. They're right to see me. I've seen evil. And I'm looking at it now. Captain Marvel. So wahrscheinlich bei der. Kommen wahrscheinlich dann bei einem neuen Avengers-Teil raus. Avengers Endgames oder wie der heißt. Naja. Wenn man das Geheimnis wüsste, wie der Hulk entstanden wäre und so. Oh Mann, das ist schwer. Naja. Oh, die kann ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Es gibt jetzt tolle Sachen zu Weihnachten, gerade bei den Feiertagen und so. Das Internet jetzt wieder gut funktioniert, ne? Terminator Trilogie, Leatherface. Wollen wir vielleicht ein paar Gaming? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja. Das soll ja ein sehr langes Video werden, was ich jetzt gerade mache. Werde ich wahrscheinlich dann zusammenschneiden, dass es dann keine Ahnung, wie viele Minuten da gibt und so. Es muss ein Erfolg werden, oder? Super, ich finde nichts, das ist kacke. Musik will ich auch nicht nehmen, sonst ist das wieder hier Verletzung, Urheberrechtsverletzung, oder das kann ich mir auch sparen, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Ne. Naja, da könnte ich wahrscheinlich mal bei mir schauen, ob ich irgendwas hab, weil das Hauptmenü, das gibt mir, glaube ich, jetzt nichts. Naja. Naja. Gehen wir beim Marvel-Film rein. Oh, yeah. Schauen wir das an. Wolverine, X-Men. Es läuft echt wieder sehr gut, ey. Die besten Filme, ey. Das werde ich sowieso zusammenschneiden. Es ist egal, wie viele Minuten das geht. Heart rate rising.
adamantium reservoir is depleted. A rejection. Procedure completed. We did it. Yes. We take him to the island? The island? No. One in works. We use his DNA from the 11. Erase his memory. Erase his memory. Super. Den habe ich noch nicht abonniert. Den werde ich wahrscheinlich irgendwann in Lauf abonnieren. Wir haben aber bestimmt noch mehr zu bieten. Was vielleicht auch interessant wäre. Der Hulk. Was das ja. Ah, der ist unzerstörbar, der Hulk. Boom. Wolverine können wir mal machen.
Dann nehmen wir jetzt Wolverine. Das mit den 6 Minuten von 2017. Viel Spaß. Get out of my bar, freak. Should be some soda in that small cupboard. Maybe get scharf. Thanks. No problem. Well, I guess that's what I thought you always wanted. A stronger man. Der Fokus mag heute nicht. The whole world's gonna hell, you just gonna sit there? Let's go. Class dismissed. You tell me where Victor is. Come on, Bob. For old time's sake, huh? Did you just call me Blob? No, but... Tell Xavier. Don't fuck yourself. Auch einer der besten Filme mit Wolverine. Weg des Krieges. What kind of monster are you? The Wolverine. You're gonna give me the keys to your car and some money for gas, or are you gonna wake up in the hospital? Trust me, I know how these things play out. Oh, because you're from the future? No, because of these. You and I are going to be good friends. You just don't know it yet. Professor? Fire!
super, wie der Fokus hinhaut. Naja, kannst nichts machen, steckst nicht drin. Echt guter Schauspieler, der Hugh Jackman oder wie der heißt, ne? Oh, echt gut, ey. Können wir vielleicht noch jemand anderen nehmen, was anderes? Sonst wird es ja langweilig, ne? Ach, King Ghidorah. Über das andere mit 5 Minuten 25. Evolution of King Ghidorah. Auf Japanisch schon. Legendarum Kaiju. Sehr gut. Mega Three-Headed Saria. King Ghidorah, Ghidorah, King Ghidorah. Deswegen heißt mein Kanal auch so. Vielleicht nehme ich das als meinen Anfang, Melodie. Ghidorah, the space monster. He's going to attack them from the sky. Wie die meinen Ghidorah in den Dreck ziehen, ne? Naja. Was hat das mit Ghidorah zu tun? Im 75 spielt er doch gar nicht mit. Nur den speziellen Jahren wie 64 und noch auch was, keine Ahnung was. Three-Headed Monster. Ah, das ist jetzt der 91er. Godzilla vs. Megasuria. Oder vs. King Ghidorah. Melodie ist auch gut. Das ist jetzt Mothra 3. Das ist der 98er. Haha. Das ist jetzt der 2001, das weiß ich auch, weil ich die Filme habe. Ach, voll unscharf. Es müsste Final Wars sein. Ach, der neue kommt ja auch noch.
Godzilla King of the Monster. Der Film, der nächstes Jahr im Kino rauskommt, sollte am 29. Mai. Hallo, warum reagierst du jetzt nicht? Hallo. Ja. Jetzt nehmen wir noch zwei andere und dann haben wir schon mal den ersten Durchgang fertig. Eisberg. Bergtanne. Die Bergtanne. Gibt's auf dem Berg und nicht im Tal. Die ist eh nervig, Alter. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Godzilla. Naja. Die Minuten sehen auch gut aus. Das passt. Nehmen wir den Godzilla-Track von Ray Barogon. Gut, dass man Englisch kann, ne? Sonst säße ich da und denke mir, ne? Naja, let's go. 3 Minuten 19. When you're in the club with your friends and that beat drops. I was frozen today. Das hat Beat, das Lied, Alter. Der wurde mal Godzilla ein bisschen verarscht. Finde ich zwar nicht gut, aber der Typ ist hier nicht so ganz gezimpelt, Alter. Mit dem Weltraumwürmer oder wie das heißt. Two can play at that game. Voll die Linien auf dem Bildschirm. Das ist richtig scharf sein. Was könnten wir nehmen? Mal was Neues, ne? Gaming, ja. Müsste man unter meinen Kanal. Oh, schon 7 Abonnenten. Hatte ich nicht vorher 6. Müsste wahrscheinlich innerhalb von Stunden passiert sein, oder? Obwohl das Bastard Check Spezial 2.2 ja jetzt schon 40 Abonnenten hat. Innerhalb von einer Woche. Es geht ja ab, Alter. Naja. Kannst du nichts ändern. Es geht immer weiter hoch. Ich höre doch nicht auf. Ich bin doch nicht blöd. Das ist immer ganz unten. Ich könnte nämlich da auf den Abonnenten nämlich drauf klicken. Dann müsste ich das nämlich nicht einzeln machen. Abonnieren habe ich das noch nicht dabei, ne? Dauert mal wieder zu lange, Alter.
Wenn's nicht schneller hinhaut, dann mach ich mal kurz Dingens, ne? Hat sie wahrscheinlich aufgehängt. Auch gut. Gehen wir mal in der Playlist. Snyder Finger. Müssen wir schauen, da muss doch irgendwo Godzilla haben. Irgendwelche Gamings, ist egal, ob GTA oder Godzilla. So wie es aussieht, dann gehen wir nochmal raus. Muss ich es halt manuell eingeben. Das bringt alles nichts, alle. Steht auch schon ganz oben drauf. Sehr gut. Godzilla-Spiel. Moment, das sieht ja was hin. Da wo wir jetzt angeklickt haben. Sind es bestimmt hier viele. Aber welches nehmen wir denn? Nimm mal das, Godzilla PS4, Godzilla 2014. Das aber wieder zurück. Ich zoome mal ran. 9 Minuten 23. Viel Spaß. We have movement in the area. It's Godzilla. All units, proceed with attack phase. There's one more. It's Space Godzilla. Space Godzilla. Bei mir geht's ja nicht mehr, weil die CD so arg kaputt ist, ey. Oder nicht, oder wie sagt man auf gut Deutsch, ne? Nicht abspielt irgendwie. Oder irgendwie kleiner Kratzer ist. Oder überhaupt nicht funktioniert mit Laser. Unscharf, ey. Hört ja immer besser, Alter. Kommen ja immer mehr Gegner rein, ne? Der kann fliegen. Das Spiel bewegt sich voll flüssig, Alter. Manchmal hängt es sich auf. Space Godzilla.
warte noch, bis der besiegt ist, ey. Geht's ja weiter. Sonst wird's ja langweilig, ne? Ja. Nimm mal das hier. PS4 All Monster Intros Strich Godzilla. 7 Minuten 42. Let's go. We're picking up a strong signal. It's heading to the surface. Is this Godzilla? Ich habe nur eine Vorschau, glaube ich. It's Anchorage. It's Rodan. Geile Farben, ey. Richtig Gold, ey, ne? Der ist ja auch Gold, ne? It's King Ghidorah. It's Mechagodzilla. Something's happening to Godzilla.
Machen wir vielleicht noch ein Godzilla-Spiel und keine Vorschau. Wäre nämlich sonst langweilig, ey. Nehme Godzilla PS4. Punkt Godzilla 2014 versus keine Ahnung. Nehmen wir das da. Alle englische Namen, ne? Z. Raven. 10 Minuten 24. Let's go. Dieses Räuspern, ey. Ekelhaft, ey. Aber naja, was willst du mehr, ne? Kannst nichts machen, ist halt so. Gut. Es soll ja ein geiles Weihnachtsspecial Teil 1 werden. Soll ja auch lang gehen, oder? Was ist denn da schon wieder los? Wie lange schon das so? Dauert ein bisschen. Ja, Fehler bei der Netzwerkverbindung wiederholen. Liegt wahrscheinlich an WLAN. Oh, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Unscharf. Die Power, ey. Boom.
ja schon fast Monster Wrestling oder wie man das nennt. Jetzt wärst du platt gemacht, ey. Richtig nice, Alter. Geile Explosion, ne? So, dann machen wir jetzt noch ein anderes, ne? Bevor uns langweilig wird, ne? Nämlich GTA 5. Das ist auch ein geiler Schauspieler. Ein geiler, oder ein geiles Spiel, ne? So. Muss ich das groß eingeben? GTA. Hast du eine Menge? Nimm mal her, den hier. 10 Minuten 48, viel Spaß. Werbung. 360, Diamond Filtrates in Vodka. Also GTA 5 ist auch ein geiles Spiel. Habe ich zwar nicht, aber die Aufrufe gehen da dafür mal weiter hoch, ne? Voll geil, ne? So, dann machen wir auch noch ein anderes, bevor uns langweilig wird, ne? Aber noch. Das hier. 10 Minuten 9, viel Spaß. Dauert noch ein bisschen. Oh, Alter! Orientierungsverlust? Spuckschiene. Wir gehen natürlich in den Stripclub, Leute! Oh mein Gott! Alter! Hey, okay, beruhig dich jetzt, Franklin. Ach du Heilige! Hey Leute, Crimex hier und ja Leute, ihr könnt es schon sehen, ihr seht mich heute mal aus einer etwas anderen Perspektive und heute gibt es auch ein absolutes Special-Video auf meinem Kanal, denn ihr könnt es schon im Titel lesen, wir werden heute zusammen GTA 5 in VR spielen mit einer HTC Vive, meine Freunde. An der Stelle gehen natürlich noch Props raus an HTC, vielen Dank, dass ihr mir das Teil hier geschickt habt und ja Leute, ich bin schon mega gehypt, weil ich musste das Ganze einfach gerade aufbauen, habe mein halbes Zimmer dafür umgebaut, habe eine Mod dafür installiert, damit das in GTA 5 funktioniert, hab's jetzt wie gesagt selbst noch nicht gezockt und ja Leute, wir werden das jetzt einfach mal gemeinsam ausprobieren, wie ist es, GTA
GTA 5 in VR zu zocken, Leute. Ist es damit auch geil, vielleicht mal in den Stripclub zu gehen? Wer weiß, meine Freunde. Wir werden auf jeden Fall heute alles in Virtual Reality auschecken. Und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, dieses Video wirklich tot zu liken. Leute, rastet auf jeden Fall mal richtig aus mit den Likes. Wie gesagt, ich habe mein komplettes Zimmer umgebaut. Ich dachte einfach, für dieses Video will ich mal ein bisschen was Besonderes machen. Ich würde mich deswegen sehr über eine Bewertung freuen, meine Freunde. Vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Folgt mir noch auf Instagram, dann würde ich sagen, Leute, jetzt geht's los. Nee, warte, wir müssen ja erstmal den VR-Modus aktivieren. Ja, Leute, ihr könnt gerade schon im Hintergrund sehen, das ist GTA 5 normal, wie ihr es kennt, ne? So alles ganz normal. Aber Leute, ich habe ja wie gesagt eine VR-Mod installiert. Jetzt werde ich hier einfach mal diesen Virtual-Reality-Modus aktivieren und ja, nice, Leute, ihr könnt schon sehen, die Brille reagiert darauf und oh mein Gott, wie nice, Leute. Ich werde jetzt hier einfach mal diese Brille aufziehen und ich hoffe, dass ich mein Zimmer nicht verwüsten werde dabei, weil ich habe hier gar nicht so arg viel Platz, Leute. Ich bin ja echt in der letzten Ecke, aber egal, meine Freunde, los geht's, ey. Scheiße, wird das geil. Okay. Oh, wow. Ich stehe vor Franklins Haus. Wieso habe ich Franklins Haustür noch nie gesehen? Da ist meine Knarre, da müssen auch meine Finger sein. Oh wow. Oh yeah. Ich habe eine... Orientierung. Oh scheiße. Man verliert so seine Orientierung dabei, ne? So, hier ist mein Mikro, da muss ich aufpassen, Leute. Ja, also ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür, falls ich hier irgendwie gleich was kaputt mache und falls ich vielleicht nicht nah genug an dem Mikro dran bin, weil ich sehe hier gerade kaum was. Aber okay. Ja. Ach so, so kann ich mich fortbewegen. Okay, ich muss mich mal umdrehen, Leute. Da hinten, Okay. So, lauf jetzt mal bitte zu dem Auto hin. Oh, Alter, krass. Ich muss mich hier wirklich so wie in echt umdrehen. Ja. Bin ich im Auto drin? Oh. Okay, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Na, wie kann ich mich denn hier... So, jetzt wird ein bisschen was von meinem Kanal noch hinzukommen. Jetzt werden wir ein bisschen Abwechslung haben, ne? Was ich das halbe Jahr jetzt gemacht habe. Wir könnten mal versuchen, das Bass-Soundcheck Spezial 2.2 zu nehmen. Das ist vor einer Woche. Mal sehen, wie es... ich bin mal gespannt, wie es ist, weil das habe ja ich selber gemacht. Das könnten wir anschauen. Wir könnten auch das anschauen und das anschauen. Dass wir ein bisschen eine Abwechslung haben, ne? Ja. Viel Spaß. 14 Minuten 47. Let's go. Servus, meine Friends. Willkommen zu einem neuen Video für King Ghidorah 96. Ja. Heute geht es um einen Bass-Soundcheck, eine Bass-Soundcheck-Spezial. Das ist jetzt der Bass-Soundcheck-Spezial 2.2. Und mit der Musikbox von Music. Eine eigene Stimme, ne? Und mit der Anlage von GBL Charge 3. Das habe ich schon verbunden mit dem AUX-Kabel oder auch bekannt als Klinkenkabel. Also das ist jetzt das Bass-Soundcheck-Spezial 2.2, was ich vor 10 Tagen oder vor einer Woche rausgebracht habe. Ist sehr gut bei euch angekommen und so. Ja, Bass und Beat hat das Video sowieso. Jetzt ist scharf. Ich spule das mal ein bisschen vor, dann erleben Sie mal, wie das Ganze läuft und so. Schönes ist doch. Genauso wie die Bergtanne, ne? Ist auch schlimm, ne? Braucht man nicht. Bergtanne gibt's auf dem Berg. Jetzt wollen wir nicht wissen. Also heute kommen nur die besten Lieder, ey. Das ist nice, Alter. Und ich habe das Ganze mit einem GBL Charge 3 gemacht. Die Bassbox habe ich ja schon seit einem guten Monat fast, ne? Hat 140 Euro gekostet mit 20 Watt, das nehme ich also. Wenn ein anderer nur 8 Watt hat, das kannst du wieder kannst du behalten, das baue ich nicht. Also ich brauche eine Anlage mit oder eine Bassbox mit ordentlichen Roms, ne? Das ist halt das, was er ausmacht. Ich zeige nicht nur meine Videos, sondern die von meinem Kumpel vielleicht auch, wenn es sein muss. Wenn wir da sagen, ja, das ist doch so, oder... Das ist nicht so. Ja. Da muss ich mich noch das Tablet noch dran gewöhnen, oder? Ist ja das Neue seit vorgestern. Ne, seit Freitag, ja. Vorgestern. Es ist auch so, dass ich manchmal keine Zeit habe, wenn die Verrückte an die Tür klopfen oder brüllen. Es wird bestimmt ein geiles Video. Monument, was am 7. Dezember rauskam. Muss ich mal eben mal
kaufen wollte, muss ich mal schauen, dass wir das ein und wieder stellen, ne? Und das zu Weihnachten bekommen wird. Mit meinen Arbeitskollegen, ne? Weil der Weihnachten hat jetzt. Dezember, das müsste an einem Montag sein. Ist manche werden sagen, wie macht der um Viertel vor 10 ein Video, ne? Es ist jetzt eh irgendwie voll komisch bei einem Keymaster, ja, das zu bearbeiten mal. Irgendwann ging es mit Voll HD, ne? Heizzeit Voll HD. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nur noch auf SD 540p. Also die schlechteste Bildqualität, was wir hatten und so. Wo ich mir auch denke, ne? Wieso ist es jetzt nur noch so? Letztes Mal konnte ich es auf Heizzeug Voll HD aufnehmen und jetzt nur noch auf SD 540p oder was? Das hat mich aufgeregt, Alter. Da war ich sauer. Aber bei den Aktion Detektor ist eigentlich sehr gut gelaufen eigentlich. Da war kein Problem. Voll HD oder HD oder SD. SD nehme ich sowieso nicht. Das ist die schlechteste Qualität, was du hast, ey. Aber naja, das werde nicht nur ich sagen, sondern auch andere. Aber was willst du mehr? So. Naja, ist halt so. Den King Ghidorah 96 kann man nämlich nicht übertreffen. Ja, das kommt mir ja bekannt vor, ne? Ich schwöre, wenn die Dingens, ne? Was hier gerade benannt worden ist, mir im Kommentar reinschreibt. Ich würde den Kommentar einfach deaktivieren und so. Das lässt sich doch nicht zu, dass ja einer, den ich nicht kenne, meinen ganzen Kanal versaut und so. Bin doch nicht blöd, ne? Ja. Haben wir genug in diesen Kaff. Nicht hier, aber irgendwo anders auf der Welt. Kann meine Freundin nichts sagen, wenn ich nur ein bisschen mitnehme. Ja. Die wollte ihn ja fast abkaufen, meine Freundin, diese Box. Habe ich gesagt, nein, die ist nicht zu verkaufen. Aber naja, den Leuten kannst du dreimal was sagen, bis sie das kapieren, dass sie sagen, oh, dann ist halt so. Sag mal. Sind wir mal ran. Ich sehe das Livestream auf dem Bildschirm, ist sehr gut. Also der Bass und der Sound ist bei der GPL Chance 3. Müssen wir mal wirklich mal meinen Kumpel fragen, ob er mir die Lieder erlaubt, seine Chipmunks. Naja, ich hätte bei dem Video nicht sagen dürfen, ne, Chipmunks. Ich hätte die bloß nicht sagen sollen und so. Naja, es tut mir ja leid, aber... Außerdem, ich hab's nicht so gemeint eigentlich. Naja. Naja. Na, jetzt sitze ich heute vielleicht mal ganze Zeit. Endlich mal Zeit zu haben für seinen Kanal, ne? Das schaffe ich sonst normalerweise, wenn ich arbeiten gehe oder da bin, überhaupt nicht, ne? 405 Euro mit 60 Watt. Die hat nur 20 und die andere hat 24. Folie und Musikanlage. Einfach ein bisschen besser waren als die heutige Modelle. Das Lied ist auch gut. Die richtige Technik haben wir erst seit 10 Jahren. Ja, seit 2007, 2010. Holger Tell ist ja auch gut. Ist ein vergammeltes iPhone. Apple braucht eh keiner. It's down to happen me. So, dann machen wir noch ein anderes, was ich vielleicht noch habe. Ich hab noch mehr, ich habe nicht nur das, ich habe viel mehr. Dann will es endlich mal gehen. Oh, das langweilt mich, ey. Na, da wird kein Bild angezeigt, ey. Das wäre sehr gut, das Internet. Ja, ich will da raus. Oh, na, da ist die Sau mal wieder satt. Na, tut mir leid, das Gerülps da. Die Luft muss entweichen, was haben wir denn noch? Machen wir mal das Bass-Soundcheck Spezial 2.1. Es ist vor einem Monat, hat 4 Aufrufe, ist aber mit einer anderen Bassbox, nicht mit den GPL Chance 3, sondern mit den Hammer Sound Club L aufgenommen. Auch mit dem Keymaster. So, dann wollen wir mal. Let's go. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Wenn die Nachbarn sich hier nicht aufregen würden, ne? Da könntest du nichts sagen, Alter. Ja, das ist 2.1, das ist ja in meiner anderen. Das ist ja in einer anderen Wohnung, nicht hier, wo ich bin jetzt in Ulm. Voll unscharf, Alter. Jetzt können wir das 2.1 machen. Bei 2.0 ist immer gut. Bei 2.0 habe ich jetzt. 1.0 ist auch gut. Ich laber immer so viel, das ist immer eben das, was ausmacht, Alter. Das war mein Fehler, ey. Das wollen wir nicht nehmen, das ist langweilig. Gott, gleich rausgehen. Nehmen wir das. Gleich über die große Übersicht. Ja, das ist sehr gut. Die Zeit ist auch wieder sehr gut. Es muss halt hinhauen. Nehmen wir halt das 2.0. Das ist vor einem Monat mit 11 aufrufen. Bastoncheck Spezial 2.0. Ist hier aufgenommen. Okay, 43 Minuten 56. Viel Spaß beim Anschauen. Sehr gut. Jetzt geht ja mein Vorgänger-Handy wieder. Ich habe das abgedatet auf normal halt. Mein neues hat ja 8.0. Naja. Muss man sich daran gewöhnen. Da habe ich 3 Titel vergessen beim 2.0. Das habe ich erst gemerkt, als das Video fertig war, dass ich 3 Titel vergessen habe. Das war schlecht, ne? Obwohl es ja nur 12 waren, weil ich ja 3 Titel übersprungen habe. Ich habe 15 Lieder. Ja, ich habe da schon mal was aufgeschrieben, das kann ich dir mal ranzoomen und zeigen. Weiß ich auch nicht scharf. Ja, wird scharf, Alter. Viel Spaß, bis dann. Mein Gott. So, dann fangen wir mit der Nummer 15 an, mit 18 Karat. Dann müssen wir einmal unter. Immer einmal unter Bibliothek. Meine Playlist. Das werden wir auch mal vorspulen, sonst wird es langweilig, oder? Wenn das WLAN ja nicht so spacken würde. Da käme nicht immer dieses komische Fehlersymbol jetzt. Das müsste ich doch irgendwo haben. Ne? Das ist schlecht, ne? Oh, keine Musik. RTL. Moment, das ja. Jetzt muss doch endlich mal Musik kommen. Voll den schlechten Tag heute. Ah, das mit den Andi, das wollen wir nicht. Halt, stopp! Jetzt hältst du die. Oh, das Beat, ey. Na, häng dich halt auf, hast ja recht. Noch nicht. Oh Mann. Wo bleibt denn die gute Musik heute, ey? Das ist immer noch mal halt so. Das müssen wir uns nicht antun, alle. Und sie schöne Zeit versauen. Das brauchen wir nicht. Nummer 1, was wir wahrscheinlich dann machen werden, werde ich wahrscheinlich 3 Lieder nehmen. Das einfach geil ist, wenn man Platz 1, 2 oder 3 hat. Obwohl Platz 4, 5 und 6 auch gehen würde. So drehst du? Hab ich dir befohlen, dass du drehst? Na, ein bisschen Geduld, meine Leute. Ich weiß ja nicht, wo die Stellen sind. Die muss ich mir mal markieren bei dem Video. Mal gleich auf so ein Ding. Das ist, da hat man besser einen Überblick. Das Video wird bestimmt geil. Wird es auch geil machen, ne? Oh ja, es haut hin. Oh
Marcel, der ist echt cool. Aber das mit den SD-Karten, das sind nicht immer die SD-Karten schuld. Ist immer das System schuld, ne? Wenn immer drauf steht, der SD-Karte wurde unerwartet entfernt oder fehlt. System, werft sie mal raus, ey. Das ist halt das. Nervt zwar einen, aber es haut wieder alles hin. Ein Video ohne Zwischenausschnitte und Unterbrechung. Pause geht ja auch, das merkt ja keiner. Ohne Unterbrechung. Ich mache ja schon gleich Klon, der Galler. Macht auch keinen Bock, Spaß, ne? So, dann kommen wir mal zum nächsten Lied mit Godzilla. Mit das war ja November. Jetzt haben wir schon Dezember. Das Jahr geht bald rum. Wir haben bald 2019. Das heißt, es werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Zeit, wenn ich Urlaub habe, wahrscheinlich noch ein paar Bass-Soundchecks rauskommen und vielleicht ein paar Soundchecks. Man muss ja mal ein bisschen Abstand oder Wechselung machen. Deutschmarsch oder Mischmarsch. Ja, Kreuz. Knie tut weh. Werd langsam alt, Alter. Nehmen wir mal ein anderes, hey, das dauert mir zu lang. Schädelinsel. Insel des King Ghidorah 96. Was haben wir noch? Busfahrt nach Karlsbad, das könnten wir auch mal machen. 11 Minuten 10, viel Spaß. Das war vor 3 Monaten. In August war das jetzt wie das Jahr. Das Jahr wird wahrscheinlich immer wie jedes andere sein. Also Karlsbad, liebe Leute, ist in der Tschechei. War ein Geburtstagsausflug. Da hatte ich ja Geburtstag, da habe ich mein 30. Geburtstag gefeiert. Meine Arbeitskollegen haben mich da eingeladen. Das war ein schöner Tag, ein geiler Tag, weil der Karlsbad, das ist in der Tschechei. Und die Stadt ist auch groß. Zug, Regioshock, das mit dem Hai. Bin ja so ein Hai-Fanatiker. Genauso wie Godzilla und keine Ahnung was. Müsste mal schauen, dass ich innerhalb der nächsten Tage vielleicht nochmal Sims 3 hinbekomme. Muss ja irgendwie hinhauen. Die Melodie ist gut. Nee, das liegt am Bild. Das Bild ist auch unscharf im Tablet. Alles tschechisch. Korsigasche Gorja. Ja, geht schon versucht. Dann sind wir wenigstens meine Arbeitskollegen nicht so viel gebabbelt wie am Ende. Das hat mich genervt einfach. Nicht da draußen, ey. Wenigstens gehst du wenigstens ruhig und lass mir meine Dinger hier machen. Nicht so wie der Arbeitskollege, der ständig rein und raus geht, der fast meinen Soundcheck ruiniert. Aber nur fast. Und hätte ich meinen Wischkessel genommen, hätte ihn aufgenommen, dann hätte ich ihn in Sims 3 richtig schön verarschen können. Kannst den Leuten nichts recht machen, ey. Naja. Schlaglöcher waren es auch. Ja, war eine holprige Strecke. Ich hoffe mal, dass ich dann noch genügend Akku in meinem neuen Handy habe, um das Ganze hier noch zu bearbeiten. Es kommt noch einiges dazu. Ja, da bleibe ich wenigstens. Naja. Ich habe Urlaub. Den kriege ich wenigstens bezahlt, Alter, von Start. Meine Heimat, Alter. Naja. Zugvideos müsste ich auch mal wieder machen, ey. Das letzte Mal war es in August, auch schon wieder 3 Monate hin. 3 Monate her. Das wird immer nicht so geil. Ja,
Naja. Also ich sag schon mal Vorsatz, ich bedanke mich für dieses Special, euer King of Dawn 96, ein Weihnachtsspecial, Teil 1. Ich hoffe, das gefällt Ihnen das Video und wir sehen uns den nächsten Teil wieder. Ciao. Wenn sie meine Arbeitskollegen noch eh nicht mehr dran erinnern. Also.